Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Und als erstes mal Entschuldigung in drei Punkten. Erstens, das ist die Heutüte vom Leo. Das dann ist Leos Knabber-T-Shirt. Das ist meine neue Wolldecke. Und ja, das da ist Elena, wie sie total erschöpft ist und einen halben Overload hatte. Und deswegen leichte Sprachfindungsschwierigkeiten hat und extrem leise redet. Also entschuldigt auch das. Ja, aber ich wollte trotzdem heute ein Video drehen, weil ich gedacht habe, ich habe ein gutes Thema. Und ja, also mein heutiges Thema ist, weil ich habe heute einen Artikel in der Zeitung gelesen, dass, glaube ich, 45% der Menschen total leidenschaftlich gerne sammeln. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher mit der Zahl, also nagelt mich nicht auf diese Zahl fest. Aber auf jeden Fall, dass eine ganze Menge Menschen eine Sammelleidenschaft haben. Und dann dachte ich, ich teile heute einfach mal mit euch meine Sammelleidenschaften. So, wir fangen jetzt mal mit was ganz Kleinem an, nämlich ich bin leidenschaftliche Wintertee-Sammlerin von, also dass die jetzt alle von Teekanne sind, ist jetzt wirklich ultra der Zufall. Ich habe auch andere Marken da. Aber zum Beispiel, das da ist der von vor 4 Jahren. Den habe ich damals gekauft. Aber er schmeckt immer noch. Und den trinke ich ja auch noch so unterm Jahr. Also ich sammle es nicht nur, ich trinke es dann auch noch unterm Jahr. Dann das da ist der von diesem Jahr. Der ist auch von diesem Jahr. Aber ich sage nicht, dieses Jahr finde ich den hier eindeutig besser als den hier. Der schmeckt sehr fade. Und das da ist mein absoluter Lieblingstee. Den habe ich vor ungefähr 2 Jahren mal gefunden und ich liebe den unglaublich. Den kann ich literweise trinken. Also ich habe da immer so eine 1-Liter-Kanne gemacht und habe den getrunken. Also ja. Dann meine nächste Sammelleidenschaft sind Hic-Tac. Also da kann ich euch jetzt gerade keine zeigen, weil ich ganz offen und ehrlich gesagt gerade keine in der Hand habe. Aber das ist eine meiner bekanntesten Sammelleidenschaften. Die ist sogar so bekannt, dass mir Leute aus dem Urlaub immer die verschiedensten Hic-Tacs aus der Welt mitbringen, um mir dann meine Hic-Tac-Sammlung zu vergrößern. Und inzwischen ist es schon so weit, dass ich eine Kiste voll, also es ist wirklich so, so eine Kiste voll mit Tic-Tac habe, die ich dann schon aussortieren musste. Und bei mir ist immer die Regel, ich kaufe ein Päckchen zum Essen, um mal zu testen, wie sie schmecken und so. Und ein Päckchen für die Sammlung, das wird dann noch nie geöffnet, das geht dann ungeöffnet in meine Kiste rein und dann sammle ich wieder. Ja, und und mein Vater und meine Mutter haben mir, als ich ein Kind war, da irgendwann mal eine Regel aufgelegt, also die beiden wissen es nicht mal mehr, aber ich kann mich noch erinnern. Und zwar, immer wenn ich ein neues kaufe, muss ein altes gehen. Also immer wenn ich meine Sammlung um ein neues Tic-Tac erweitere, muss ich ein altes Tic-Tac wegwerfen oder eben in meinem Fall meinem Vater übergeben. Und der isst dann meistens die alten Tic-Tacs. Das klingt jetzt gerade furchtbar, aber es ist halt so. Ja. Dann meine nächste Sammelleidenschaft, die ist ehrlich gesagt, die ich jetzt etwas professioneller aufziehe, ist die Amiibo-Kartensammlung. Ich habe nicht das große Ziel, alle zu kriegen, ganz ehrlich, das ist mir viel zu stressig. Aber ich möchte zumindest noch so ein paar bekommen. Wartet. Mich selbst schauen, die Kunst der Elena R. Das sind dann diese Karten hier und hier sieht man alle, die es dann so gibt. Und ja. Wartet mal. Vielleicht ist er hier drin gerade zufälligerweise. Ja, da ist er. Glück gehabt. Das da ist Reinhold. Das ist meine absolute Schatzi-Karte. Die würde ich für nichts auf der Welt tauschen, weil der ist total, nachdem bin ich total verrückt. Den habe ich auch in meinem Animal Crossing Spiel schon drin und ja, den mag ich total gerne. Gut, das war's dazu. Dann haben wir oft so von unserem Supermarkt aus so Aktionsdinger und da gibt es dann immer mal wieder einmal im Jahr oder zweimal so diese hier, diese Bingos. Und da haben meine Mom und ich immer den Ultra-Ehrgeiz, auch alle zu kriegen. Wir wollen alle einmal voll haben. Und wir haben natürlich meistens so einen Wettkampf auch irgendwie ein bisschen. Wir arbeiten zusammen, aber auch so ein bisschen wettkampfmäßig, weil wir haben beide jeweils immer eins. Und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Ja, und jetzt
passt noch zu einer Sammlung, die ich erst vor ein paar Wochen angefangen habe und wo mir eigentlich im Nachhinein betrachtet auch so ein bisschen dämlich vorkommt, weil die ganz schön teuer war. Ich habe vor ein paar Wochen zufälligerweise irgendwie bei uns in unserem, ja genau, in unserem Getränke-Ding gab es diese Anzeige. Gegen 20 Kisten Krombach bekommt man eine Steifkuh. Tja, was macht also kleine Elinchen? Sie rennt los und kauft wie eine Wahnsinnige ein. Und hat jetzt diese 20 Kisten heute voll bekommen. Und ich finde, das Schönste bei Sammlungen ist, wenn man sie fertig hat, weil dann hat man dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dann ist man so richtig happy. Also ich, bei mir hält es dann immer eine ganze Weile an. Ich bin dann so mega stolz, dass ich es geschafft habe, die Sammlung auch zu beenden und die Sammlung so, wie sie ist, dann fortzusetzen. Und ja, das ist irgendwie so was, was ich dann immer mich riesig freue, wenn ich es dann schaffe, solche Sammlungen zu beenden. Und am meisten freue ich mich jetzt natürlich darauf, meine Streifkuh zu bekommen. Die ist ultra süß. Nicht so süß wie Leo, aber auch süß. Ja, und das war es eigentlich so, glaube ich. Lass mich mal überlegen, gibt es noch irgendwas? Ich sammle Decken. Plüschige Decken. Wie die da. Plüschige Decken. Die sammle ich auch ganz gerne. Und ja. Ich habe meine Weile lang Kochbücher gesammelt, aber das waren dann irgendwann so viele, dass ich mich dann doch entschieden habe, eine App zu nehmen. Und da gibt es dann so kleine Teile drin, die man dann kaufen kann. Und ich dachte, das ist dann viel praktischer. Ist nicht so schwer für die Hände. Meine Mom hat einen Riesenrad, auch so eine Sammelleidenschaft. Die sammelt leidenschaftlich Bücher. Ich bin eine DVD-Sammlerin außerdem, weil ich immer sage, anstelle Bücher lesen, warten auf den Film. Ja, ich gebe es zu, ich bin keine große Leserin. Mein Papa, der hat immer Briefmarken gesammelt. Und angesteckt mit dieser Sammelleidenschaft hat mich tatsächlich auch mein Vater, weil als ich letzte, als ich weiß nicht mehr, wann das war, aber als der Euro kam, da hat mein Papa mir ein Münzalbum geschenkt, weil er gesagt hat, naja, das braucht jeder von seiner, wenn die Währung sich wechselt. Und dann hat er mir das geschenkt und dann haben wir da alle, wirklich alle, die ganze Familie zusammen versucht, dieses Münzalbum vollzukriegen. Und wir sind dann immer heimgekommen, wenn wir irgendwo waren und ein Rausgeld bekommen haben oder so. Und haben sofort das geguckt, ob es in diesem Album drin ist oder ob es noch nicht drin ist. Und ja, wie sehen meine Haare gerade voll schräg aus. Warte mal, Spiegel verkehrt. Okay, es ist nur noch schlimmer. Ja, und dann war es so, dass mein Vati dann immer stolz war, wenn wir was gefunden haben. Er was gefunden hat und ich und Mom. Und irgendwann war es dann nur noch eine Münze. Und dann ist eine Bekannte von uns in genau das Land gereist und dann haben wir noch die letzten Münzen bekommen und dieses Münzalbum haben wir heute noch und ja. Gut, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen konnte, so diese Sammelleidenschaften. Ich bin außerdem noch eine leidenschaftliche Plüschtiersammlerin, also deswegen auch. Ja, cool. Für alle, die auch noch Interesse daran haben, die Kuh gibt es noch bis zum 11.11.2017 und da muss man eben hier, wartet, ich zeige es euch, dann könnt ihr es einfach später, wenn ihr mögt, selbst bei Ding eingeben, weil dann müsst ihr euch keine eigene Karte holen. Und zwar müsst ihr dann diese ganzen Kastenbons einscannen und die müsst ihr dann auch steif hochladen und dann kriegt ihr diese steif Glühstücke. Hier gibt es auch nur 15.000 davon, also müsst ihr euch jetzt ranhalten, wenn ihr noch welche wollt. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch heute erzählen wollte. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Dann müsste auch Leo wieder zu Hause sein. Der ist nämlich immer noch nicht, der ist gerade nicht da, weil es ist noch bei mir jetzt Donnerstagabend und Leo ist jetzt gerade vor ca. 3 Stunden weggegangen und der morgen müsste er dann wieder heimkommen. Ich hoffe, dass es ihm dann gut geht. Und dann wird er seine Sammelleidenschaft nämlich weiter sammeln. Leckerlis. Ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr sammelt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter
oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Ciao.